Hast du es hier irgendwo gesehen? Es muss hier sein. Nein. Es ist nirgends zu sehen. Dann lässt man einmal den Azubi auf das Porenta aufpassen und er lässt es entwischen. Tut mir leid. War ja keine Absicht. Und was sollen diese geilen Schuhe? Du bist hier bei der Arbeit, nicht bei einem Schönheitswettbewerb. Bestimmt ist das Porenta deswegen abgehauen. Das wäre ich an seiner Stelle auch. Dann ziehe ich halt nachher andere Schuhe an. Hätte ich damals so viel Bockmist gebaut wie du, hätte mich mein damaliger Meister schon längst rausgeschmissen. Mhm. Und jetzt komm. Wir müssen es suchen. Dieser Wald ist scheiße dunkel. Hey Meister, haben Sie das gehört? Ja, es ist nicht mehr weit weg. Los, weiter. Ach du... Porenta? So nahm damals alles seinen Lauf. Ich war damals noch ein frisch gebackener Arenaleiter und hatte noch wenig Erfahrung mit den Pflichten, die damit verbunden waren. Schon den ganzen Tag kein einziger Herausforderer. Woran das wohl liegen mag? Denken die Leute wohl, dass der Insektenorden nicht wichtig ist?
Was ist, wenn die Leute denken, meine Arena und Käfer-Pokémon seien lächerlich? Ich sollte nicht so denken. Ich bin immer so neurotisch veranlagt. Und warum rede ich eigentlich immer mit mir selbst? Die Leute müssen denken, ich sei bescheuert. Nein, nein. Meine Arena, meine Pokémon und mein Orden sind gut. Aber irgendwie wäre es trotzdem schön, wenn jemand kommen würde. Aha! Ein neuer Herausforderer! Kämpfen wir! Weit gefehlt, Jungchen. Ach, du bist es, Kurt. Wir haben einen Notfall, Kai. Im Steineichenwald verschwinden seit Tagen immer mehr Menschen. Jetzt sind auch die Holzfäller verschwunden. Du als Arenaleiter bist nun für die Sicherheit von den Menschen in Azalea City verantwortlich. Ich? Ja. Ja, klar. Ich schau mir das dann morgen mal an. Nein, Kai. Nicht morgen. Jetzt! Ich komme auch mit. Ich lebe hier schon mein ganzes Leben lang. Es kann nicht sein, dass meine Stadt nicht mehr sicher ist. Okay. Dann gehen wir. Das ist definitiv Blut. Und es ist gar nicht mal so alt. Kann auch von einer harmlosen Verletzung sein, oder? An deiner Stelle würde ich meine Pokémon rufen. Okay. Sichlor, los! Wir gehen tiefer in den Wald hinein. Bei Gott. Da sind sie. Hey Jungs, wir haben nach euch gesucht. Ihr seht aber gar nicht gut aus. Habt ihr etwa die ganze Nacht im Steineichenwald verbracht? Ach du Schande! Da ist ja eine Menge Blut. Was ist dir passiert? Ah! Scheiße! Was sollte denn das? Euch ist wohl echt nicht mehr zu helfen, was? Kurt, komm! Wir verschwinden von hier! Scheiße, was war das denn eben? Die waren ja völlig irre! Tut mir leid, dass ich nicht reagiert habe. Ach was. Schon gut. Was hättest du denn tun sollen? Wir waren einfach nur plemplem. Hat der Typ dich da eben wirklich gebissen? Habe ich das richtig gesehen? Ja. Hat mir den Unterarm gebissen. Aber geht schon. Aber jetzt werde ich wohl ein paar Tage keine Pokebälle herstellen können. Meinst du alle Leute, die in den Wald gegangen sind, sind so irre geworden? Vielleicht. Auf jeden Fall ist es Zeit, den Notstand auszurufen. Versammel die Leute in der Stadt. Ich gehe mich derweil zu Hause ausruhen. Alles klar. Hey, Leute. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Wir haben... einige Probleme. Im Steineichenwald verschwinden Leute. Wir haben vorhin ein paar Vermisste gefunden, die sehr aggressiv waren. Der Wald scheint die Menschen dort zu verändern. Also bitte haltet euch vom Steineichenwald fern. Was? Das ist doch ein Scherz. Wie soll ich meine Tochter jetzt in Tukatsias Liebe suchen? Ach du meine Güte. Uns wird hier auch noch die Freiheit geraubt? Keineswegs. Es dient nur zu eurer Sicherheit. Hätte ich doch damals nur mehr Überzeugungsarbeit geleistet. Na gut, die Leute waren jetzt nicht so zufrieden. Was soll man machen? Sie werden es schon verstehen. Oh Mann, jetzt fange ich schon wieder mit den Selbstgesprächen an. Mal sehen, wie es Kurt inzwischen geht.
Seine Enkelin ist ja verreist. Sonst sieht ja keiner nach ihm. Oh Gott, Kurt! Scheiße, ist er tot? Hat ihn der Biss umgebracht? Kurt? Ah, mein Bein! Du bist nun auch? Und wie bin ich damit umgegangen? Genau, ich habe mich wie ein Feigling versteckt. Ich hatte Angst, jemandem weh zu tun, den ich mein Leben lang kannte. Aber eine Sache wurde mir durch diese Situation bewusst. Es ist nicht der Wald, der diese Menschen zu fürchterlichen Kreaturen verwandeln lässt. Man verwandelt sich, wenn man von einem dieser Monster gebissen wird. Die Bewohner von Azalea City, weil ich sie nicht gewarnt habe, werden alle... Nein. Nein, das kann nicht. Ich habe auf ganzer Linie versagt. Ich konnte niemanden beschützen. Niemanden retten. Nicht mal mich selbst. Ich war ein echt schlechter Arenaleiter. So endet es also. Wenigstens habe ich euch noch. Bitte versprecht mir, dass ihr gut auf euch aufpasst, wenn das hier vorbei ist, ja? Ich bin dann zwar nicht mehr da, aber ihr sollt leben. Vielleicht wäre es sogar besser, wenn ihr mich auf der Stelle tötet, bevor ich euch beiße. Mach es bitte kurz und schmerzlos. Lebt wohl, meine Freunde. Dass Sichlor mein Bein abgetrennt hatte, rettete mein Leben. Ein Glück hatte ich meinen ausklappbaren Kescher dabei, um ihn als Krücke zu benutzen. Die Infizierten übernahmen in kürzester Zeit die einst so friedliche Stadt Azalea City. Deswegen versuchte ich nachts unbemerkt die Stadt zu verlassen, aber... Halt! Ich bin nicht so schnell! Oh. Nein! Das Porenta? Kukuna! Safkorn! Macht, dass ihr von ihr wegkommt! Sichlor wird es übernehmen! Nein! Geht weg! Porenta ist... Nein! Kukuna! Safkorn! Nein! Sichlor! Bring dich in Sicherheit! Es wird dich sonst töten! Wow. Sichlor. Danke. Ach du. Schnell in den Einheitstunnel. Sichlor und ich haben uns durch den Einheitstunnel geschlagen. In dem Tunnel waren Gott sei Dank nicht viele Infizierte. Aber trotzdem
waren wir am Ende unserer Kräfte. Scheiße! Das sind so viele! Ziehen wir uns ein wenig zurück! Wir sind umzingelt! Das war's. Sechlor, ich danke dir für alles. Wenn du die Möglichkeit hast, dann versuch zu fliehen. Bitte! Ich hoffe, es geht schnell, wenn ich die Augen schließe. Was? Da bin ich ja noch mal rechtzeitig gekommen, hä? Falk? Dachte, du bräuchtest ein wenig Hilfe. Vielen Dank, Mann. Zum Glück war Falk gerade auf einer Flugtour. Ohne ihn wären Sichler und ich gestorben.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh.
you
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.